Herzlich willkommen bei Werkstatt Zukunft von den Oldenburger Zukunftstagen 2022. Gesellschaft neu denken, Impulse für den Frieden. Rudolf Steiner als Ideengeber für soziale Erneuerung. Das ist mein Thema heute Abend hier in der Aula der Freien Waldorfschule Oldenburg. Als 1919 die erste Waldorfschule gegründet wurde, damals in Stuttgart, entstand die Idee dazu aus dem Sozialimpuls Steiners zusammen mit Emil Moldt, dem Inhaber oder Geschäftsführer der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, daher der Name. Und es war eine Schule für Arbeiterkinder im ersten Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, insofern auch ein Friedensprojekt, ein Projekt für Kinder aus traumatisierten Familien, für Kinder, von denen nicht wenige ihre Väter verloren hatten in diesem Krieg, von Kindern, deren Mütter arbeiteten in der Zigarettenfabrik, also alles andere als paradiesische Zustände. Aus den Sozialimpulsen Steiners sind auch andere Arbeitsfelder der Anthroposophie entstanden. Da ist die Heilpädagogik zu nennen, da ist die Medizin zu nennen, die unterschiedlichen künstlerischen Arbeitsfelder, die biologisch-dynamische Landwirtschaft und nicht unmittelbar im anthroposophischen Umfeld, aber auch im Zusammenhang mit Steiner als kleine und neue Religionsgemeinschaft, die Christengemeinschaft, deren Pfarrer ich ja auch bin. Ich habe mitgebracht einen Blick von außen auf die Sozialimpulse Steiners. Das ist das Kursbuch Nummer 55 aus dem Rotbuch Verlag, März 1979. Das Kursbuch ist eine Zeitschrift, viermal im Jahr damals, meine ich. Eher ein Buch mit Artikeln, die auch gründlich recherchiert sind. Das Thema dieses Kursbuches ist Sekten. Ob wir uns da wohlfühlen, ist eine andere Frage. Aber Josef Huber, damals ein junger Wissenschaftler, später Professor, der die Vollgeldtheorie weiterentwickelt hat, unter dem Titel Astral Marx. Von Igeln und Hasen. Anthroposophen sind anders. Ob sie alternativ sind, ist noch die Frage. Dass sich allerdings diese Frage überhaupt heute stellen lässt, ist durchaus schon eine alternative Wendung. Wer 1919 nicht nach der Diktatur des Proletariats trachtete, sondern nach der Dreigliederung des sozialen Organismus, wurde von Parteiführern und Gewerkschaftsfunktionären der ideologischen Verführung bezichtigt. Anthroposophie galt und gilt als spiritistisch und okkultistisch. Damit hatte sie im materialistischen Weltbild der Linken keine Chance. Die Ahnung, dass sie trotz allem mehr als bloß komisch sein könnte, ist neu, 1979. Mir persönlich ging es mit der Anthroposophie wie im Märchen vom Igel und vom Hasen. Als linke Hasen rennen wir uns nach den sozialistischen Träumen die Hacken ab und wenn wir wohin kommen, steht da oft ein anthroposophischer Igel und sagt, Edge, ich bin schon da. Hier ein klassenloses Krankenhaus, dort eine eigene Genossenschaftsbank, da sind selbstverwaltete Kindergärten und Schulen, Verlage, alternative Heil- und Therapieeinrichtungen, Tagungsstätten, freie Kunstakademien, Arzneimittelfabriken, biologisch-dynamische Landwirtschaftsbetriebe und anderes. Wo die heutige Linke mit lautem Getöse relativ wenig erreicht, schaffen Anthroposophen im Stillen viel. Das ist eine erstaunliche und natürlich auch durchaus erfreuliche Außensicht auf die anthroposophischen Sozialimpulse, auf das Nachwirken Steiners 50 Jahre nach seinem Tod. Ein langer Artikel, erstaunlich wohlwollend, erstaunlich objektiv, gut recherchiert, eben eine Außensicht aus linker Perspektive. Nach dieser kleinen Einleitung möchte ich Sie heute Abend mitnehmen auf 5 Runden zur Erkundung des Steinerschen Sozialimpulses.
Die ersten beiden Runden sind historisch geprägt. Die dritte beschäftigt sich mit der Ideengeschichte. Da kommt dann ein bisschen Theorie ins Spiel. Dann kommen in der vierten Runde einige Beispiele aus der Praxis, natürlich nur exemplarisch. Und als fünftes die Frage, wie werden wir aufmerksam, wo können wir Gesellschaft verändern, neu denken, neu gestalten, wo können wir Potenziale für Veränderung erkennen. Und dann gibt es auch noch eine Schlussbemerkung. Erste Runde. 1917. Der Erste Weltkrieg tobt. Es ist ein Vernichtungskrieg geworden, wie es ihn in der Form als Materialschlacht so noch nicht gegeben hatte. 1917 ist aber auch das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten von Amerika das Ende ihrer Splendid Isolation verkünden. Sie haben sich nach der Unabhängigkeit von der europäischen Kolonialmacht im 18. Jahrhundert über 100 Jahre lang völlig ferngehalten von einem weltpolitischen Engagement und treten 1917 in den Ersten Weltkrieg ein, der damit erst wirklich Weltkrieg wird, und sind ja bis heute nun weltweit engagiert, vor allem eben auch in kriegerischer Hinsicht. In diesem Jahr, 1917, entwickelt Rudolf Steiner ein Konzept für das Zusammenleben in einem modernen Staat, der von Vielfalt und, wir würden heute auch sagen, von Diversität geprägt ist. Er kennt das im Grunde schon aus Österreich-Ungarn, aus der Monarchie, in der er groß geworden ist. Ein Vielvölkerstaat, natürlich alter Prägung, aber in dem unter einem Herrscher in einer Doppelmonarchie sehr, sehr viele, auch ganz unterschiedliche Menschen und Völker zusammenleben, was immer wieder zu Konflikten führt, sodass ja schließlich der Mord am österreichischen Thronfolger dann auch der Ausgangspunkt des Ersten Weltkrieges wird. In dieser Zeit, als Steiner seine Ideen entwickelt und in zwei Memoranden festlegt, die er über Freunde Regierungskreisen in Wien und Berlin zukommen lässt, ohne dass das zu einem durchschlagenden Erfolg führt. In dieser Zeit bauen Menschen aus allen europäischen Ländern in der neutralen Schweiz, in Dornach bei Basel, an dem Zentrum, das Rudolf Steiner gründet, das Goetheanum. Ein Holzbau, Doppelkuppelbau, architektonisch eine besondere Leistung, möglich nur dadurch, dass man in Solothurn in der Schweiz damals noch keine Baugenehmigung braucht und niemand das überprüft, ob das halten wird. Aber es sind Freiwillige aus allen kriegführenden Ländern dort versammelt und bauen friedlich zusammen dieses Gebäude. Auch das schon ein Friedensprojekt. Kurz gesagt geht es in den Memoranden darum, dass an die Stelle des Einheitsstaates alter Prägung ein neues Zusammenleben in einem, Steiner beschreibt es, als sozialen Organismus treten sollte, wo es drei Glieder gibt, die sich in einer gewissen Weise jedenfalls selber verwalten und nach ihren jeweiligen Prinzipien leben und wirken. Da ist einerseits das kulturelle Leben, für das er das Prinzip der Freiheit als tragend formuliert, sodass auch in einem sehr diversen staatlichen Zusammenhang jeder nach eigener Fasson glücklich werden kann. Dann ist das wirtschaftliche Leben, das unter dem Eindruck der Kriegswirtschaft, die ja auch eine Zwangswirtschaft war, neu gestaltet werden soll nach dem Prinzip der Brüderlichkeit. Wir würden heute wahrscheinlich eher Solidarität dafür sagen, aber auf die Worte kommt es,
nicht immer im Einzelnen an, denn man sprach einfach vor 100 Jahren ein wenig anders und meinte nicht zu sehr etwas Verschiedenes, auch wenn Brüderlichkeit natürlich darauf fußt, dass das eine Männergesellschaft war. Und dazwischen der demokratische Bereich, das eigentliche staatliche Leben im engeren Sinne, was Steiner dann als Rechtsleben bezeichnet, wo er sagt, da sind alle Menschen gleich. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind die alten Ideale der Französischen Revolution. Und schon in dieser Zeit der Französischen Revolution haben die klugen Menschen bemerkt, dass sich diese drei Ideale gegenseitig ausschließen. Weil wenn jeder gleich sein soll, dann kann eben keiner wirklich frei sein. Und wenn jeder frei sein soll, dann wird es immer Leute geben, die sich nicht solidarisch verhalten. Und wenn alle solidarisch handeln sollen, dann wird alles, was Kreativität ist, auch mit einer gewissen Notwendigkeit erstickt werden müssen, weil ja Solidarität das Prinzip ist. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit geht nur dann, wenn ich jedem Bereich, jedem Ideal einen Bereich des sozialen Lebens zuweise, in dem dieses Prinzip tragend sein kann. Und dann bedeutet sozialer Organismus eben, dass man sich doch auch verdeutlicht, dass all diese Bereiche im praktischen Leben immer zusammenwirken und sich durchdringen. Es gibt kein kulturelles Leben, ohne dass die Rechtsverhältnisse stimmen und ohne dass es wirtschaftlich getragen wird. Es gibt keine wirtschaftliche Solidarität, wenn niemand Ideen hat, wie wir mit unserer Umwelt, mit unseren Produktionsprozessen umgehen sollten. Also es spielt immer alles in alles zusammen, aber wir können gedanklich unterscheiden und dann auch nach den Bildeprinzipien unterscheiden, wo was hingehört und werden dann aber auch aufmerksam, wenn von Dingen gesprochen wird und wir gleich merken, naja, das gehört hier eigentlich jetzt nicht her. Also ich sag mal ein weit verbreitetes Beispiel, Wirtschaft muss frei sein und lebt von Konkurrenz. Okay, Freiheit kann man auch woanders ausleben, als indem man andere Menschen ausbeutet. Es muss nicht unbedingt das Ziel der Freiheit sein. Das als kleiner Vorblick auf die Ideengeschichte und die Theorie, die dann noch kommt. Zweite Runde, nochmal historisch. 1918, der Erste Weltkrieg geht zu Ende. In Deutschland und auch in Österreich bricht die Monarchie zusammen. Revolution zögernd, später dann auch gewalttätig. Überall bilden sich neue Regierungen, so auch in Württemberg, wo Emil Mold zu Hause ist, der die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik betreibt. Die Ideen Steiners, sozial wirksam zu werden, haben sich in anthroposophischen Kreisen herumgesprochen. Emil Mold kennt sie. Und es bildet sich ein Stuttgarter Initiativkreis, der das nun einbringen will in die Diskussion, wie soll die Gesellschaft in Zukunft gestaltet werden. Ich habe hier das sehr schöne Buch von Albert Schmelzer, die Dreigliederungsbewegung 1919. Er ist vor ein paar Jahren hier gewesen. Wir haben von Werkstatt Zukunft auch ein Interview mit ihm aufgezeichnet. Es ist seine Dissertation in Geschichte aus Bochum. Bei der Sondierung des politischen Terrains scheute sich der Stuttgarter Initiativkreis nicht, unkonventionelle Wege einzuschlagen. Mold etwa ging ins Wirtschaftsministerium und bot dem Arbeitsminister Hugo Lindemann von der SPD ungefragt seine Mitarbeit an. November 1918. Man könne doch sicher in der schwierigen ökonomischen Lage erfahrene Wirtschafter gut gebrauchen.
Durch dessen zunächst verständnislose Miene ließ er sich nicht beirren und erhielt auch wirklich ein Büro im Ministerium zugewiesen. Also, wenn einer einen nicht gleich versteht, wenn man erstmal ins Gespräch kommen will, immer ruhig weitermachen, bis man das Büro im Ministerium hat. Von hier aus versuchte er zusammen mit Unger, Karl Unger ist ein anderer, in der Industrie engagierter Anthroposoph, übrigens jüdischer Herkunft, weshalb er dann auch Ende der 20er Jahre nach einem Vortrag, den er in Nürnberg gehalten hat, auf offener Straße erschossen wird. Von hier aus versucht er zusammen mit Unger den Plan einer Selbsthilfeorganisation der Industriebetriebe mit assoziativem Charakter voranzutreiben, den sie bei einem zufälligen Treffen in Zürich am 7. November 1918 gemeinsam entwickelt und 2 Tage darauf mit Steiner besprochen hatten. Und dann eine Seite weiter. Berücksichtigt man die Zeitumstände, so erscheint ein solcher Plan keinesfalls unrealistisch. Denn auch ein so einflussreicher Unternehmer wie Robert Bosch, auch Württemberg, vertrat im November 1918 die Ansicht, gegen eine geordnete Überleitung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in die sozialistische dürften wirklich ernsthafte Bedenken wohl nicht bestehen. Dennoch konnte das Projekt der Treuhand AG sich trotz anfänglichen Interesses von Seiten des Wirtschaftsministeriums nicht durchsetzen. Der Widerstand der führenden Industriellen war zu groß, so schreibt es wohl Moldt dann später. Moldt muss ernüchtert feststellen, man war in diesen Kreisen für solche Gedanken trotz der Revolution noch nicht reif und war gar nicht gewillt, auch nur auf die einfachsten sozialen Reformen einzugehen. Also ein Versuch, der aber eben auch stecken bleibt. Es entsteht aber zumindest in Württemberg eine Volksbewegung, die sich für diese ideale Dreigliederung des sozialen Organismus einsetzt, dann aber letztlich auch keinen breiten Erfolg hat, was sicher auch an alten Denkmustern liegt, die in der Wirtschaft, aber auch bei der Arbeiterschaft natürlich vorhanden waren, bei den Gewerkschaften, was aber sicher auch damit zusammenhängt, dass die Aktion sehr spontan und unvorbereitet war, dass man nicht wirklich gut vernetzt war und politisch auch sicher in vieler Hinsicht unerfahren war. Steiner schreibt dann im Frühjahr 19 einen Aufruf an das deutsche Volk und die Kulturwelt, wo er diese Ideen breit publiziert, Unterschriften sammelt in ganz Deutschland, in Österreich und in der deutsch sprechenden Schweiz. Auch viele kulturell damals bekannte Menschen unterschreiben mit. Rudolf Frieling, einer meiner alten Kollegen, der auch bei der Gründung der Christengemeinschaft schon dabei war, dann als junger Pfarrer in Wien gearbeitet hat, hat die nette Anekdote erzählt, dass die Emissäre des Dreigliederungsbundes dann in Wien einen alten Jugendfreund von Steiner aufgesucht haben und ihn gebeten haben, diesen Aufruf zu unterschreiben. Und der habe dann gesagt, vom Steiner Rudi, das unterschreibe ich sofort. Hat es unterschrieben, hat gesagt, darf ich das auch lesen? Haben die ihn das natürlich lesen lassen. Hat es gelesen, hat er gesagt, das hätte ich auch unterschrieben, wenn es nicht vom Steiner Rudi gewesen wäre. Also das sagt dann auch was, wie er mit vielen Menschen in Kontakt war, wie er mit vielen Menschen bekannt war, auch wenig bekannt, auch in anthroposophischen Kreisen wenig bekannt ist, dass er Kurt Eisner, den bayerischen Ministerpräsidenten der Revolutionsregierung, in Zürich getroffen hat im Februar 1919. Da war Sozialistenkongress in Zürich und Steiner ist von Dornach aus dahin gefahren, um ihn zu treffen, ihm diese Ideen auch nahezubringen, mit ihm die Kriegsschuldfrage zu erörtern. Denn die beiden kannten sich aus den Literatenkreisen Berlins in den 1890er Jahren.
und waren deshalb auch durchaus auf vertrautem Fuß miteinander. 2 Wochen später ist Eisner von einem rechtsradikalen Adligen in München auf offener Straße erschossen worden. Also durchaus Gespräche auch in Revolutionskreisen, Vorträge vor den Arbeitern der großen Werke in Stuttgart, in Württemberg, bei Daimler, wo auch immer. Da waren tausende Menschen. Und die Ideen haben auch ein wenig gezündet, aber die Umsetzung hat dann gehapert. So muss man es vielleicht kurz sagen. Und dieser Aufruf war ein, ich glaube, weitsichtiger Versuch, ins Gespräch zu kommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch mit der Kulturwelt über die Frage, wie soll eine Nachkriegsordnung in Europa und in der Welt sein. Denn es war, glaube ich, für Steiner schon zu ahnen, dass wenn der Frieden so aussieht, wie er dann tatsächlich in Versailles aussah, dass den Nationalismus in Deutschland in einer ungeahnten Art befeuern wird, was dann ja letztlich auch historisch leider so ist, dass das mit der Grund für den Aufstieg des Nationalsozialismus wird. Dass die Friedensbedingungen eben nicht wirklich fair sind. In dieser Zeit setzt sich Steiner im Kontext der Rätebewegung, die damals ist, dafür ein, dass es für den Kulturbereich einen Kulturrat gibt, dass es für den Wirtschaftsbereich einen Wirtschaftsrat geben soll, dass es demokratische Parlamente geben soll, ist sowieso selbstverständlich. Er hat dann später im Rückblick gesagt, so 1923, 24 um die Jahreswende, es gäbe noch Leute, die die Dreigliederungsidee so vertreten würden, wie er das 1919 getan habe, und hat dann ein bisschen süffisant hinzugefügt, man könnte meinen, sie seien um Jahrhunderte zurückgeblieben. Also soziale Ideen und soziale Lösungsvorschläge sollten immer für den Augenblick sein und in die Situation passen und nicht 4 Jahre später nachbeten, was jemand anders 4 Jahre vorher gesagt hat und was in der Situation vielleicht gepasst hätte und heute gar nicht mehr dran ist. Aus dieser sozialen Bewegung entsteht dann der Impuls, eine Schule zu gründen, weil die Arbeiter der Waldorf-Astoria-Fabrik sagen, für uns ist das alles schön und gut, aber wir werden nicht so viel verändern können wie unsere Kinder. Deshalb brauchen wir eine Schule, die anders funktioniert, als Schulen sonst funktionieren. Und aus diesem Impuls, Freiheit für das Geistesleben, hat die Schule eben auch den Namen Freie Waldorfschule und nicht einfach nur Waldorfschule. Und es ist, glaube ich, immer noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Freiheitsimpuls da drin steckt und dass wir auch, wenn wir von der Waldorfschule aus denken, immer denken sollten, wir brauchen die Unabhängigkeit, wir brauchen die Innovationskraft, wir brauchen eine Pädagogik, die ohne Vorgaben von außen von den Kindern und Jugendlichen ausgeht und nicht das Nachbeten, was vor 4 Jahren war, sage ich jetzt mal ein bisschen verkürzt und auch ein bisschen provozierend. Steiner und Mold und auch Stockmeier, einer der ersten Lehrer, sitzen dann im Mai 1919 im Kultusministerium mit dem Kultusminister zusammen in Stuttgart. Man muss da ja von der Uhlandshöhe aus, wo dann die Waldorfschule gegründet worden ist, nur den Hügel runtergehen, dann ist man schon im Zentrum der Stadt, da sitzt die Regierung. Und das Kultusministerium ist innovativ, sie finden die Idee gut, sie finden das pädagogische Konzept gut. Und weil sie innovativ sind, entdecken sie ein Privatschulgesetz von 1836, nachdem die Revolutionsregierung tatsächlich eine private Schulgründung genehmigen kann. So geht eben Revolution dann in Deutschland auch. Als im September
1919 die Waldorfschule dann tatsächlich feierlich eröffnet wird, ist die Weimarer Reichsverfassung gerade 3,5 Wochen alt. Da ist auch eine Grundlage für die Gründung privater, freier Schulen, die beinahe wortwörtlich dann auch ins Grundgesetz übernommen worden ist 1949. Aber als die Schulgenehmigung erteilt werden musste, ging das noch nach dem Schulgesetz von 1836. Weimarer Reichsverfassung ist eben auch August 1919, Abschaffung der Staatskirche. Eine Gründung wie die Christengemeinschaft hätte 1918 in Bayern noch einer Genehmigung der Staatsregierung bedurft, die sich angeschaut hätte, ob ihr die Liturgie gefällt oder nicht. Also wir gehören auch in diese Zeit, wo Freiheitsimpulse sich wirklich durchsetzen können. Es ist ja auch eine Aufbruchszeit in der frühen Weimarer Zeit, die weit, weit über das anthroposophische Umfeld hinausgeht, wo gesellschaftlich ganz viel passiert. Auf den sozialen Charakter der Waldorfschulgründung möchte ich hinweisen. Auf den Charakter als Friedensprojekt habe ich schon hingewiesen. Auf die traumatisierten Kinder und die Pädagogik, die darauf einspielt, möchte ich auch noch mal besonders hinweisen, weil das eben auch alles zusammengehört und nicht eine elitäre Neugründung gemeint war, sondern wirklich eine Pädagogik, die von Lehrern selber getragen wird und möglichst ohne Vorgaben von außen das berücksichtigt, was von den Kindern und Jugendlichen kommt und gebraucht wird. Albert Schmelzer, der selber Waldorflehrer war, dann Professor an der Alanus-Hochschule geworden ist, in Mannheim in der Abteilung dort, hat seinem Buch den Untertitel gegeben, Rudolf Steiners Einsatz für den Selbstverwaltungsimpuls. Denn das gehört eben auch zur Waldorfschule und zum gesamten anthroposophischen Umfeld, dass die Initiativen nach Möglichkeit selbst verwaltet sind und nicht von irgendeinem Direktorium geführt werden, was von außen bestimmt, wie es gehen soll. Die Selbstverwaltung des Lehrerkollegiums etwa in Zusammenwirken mit der Elternschaft und mit den Schülerinnen und Schülern, mindestens der oberen Klassen. Dieses schöne Wort, man könnte meinen, sie seien um Jahrhunderte zurückgeblieben, lädt zum selber Denken, zum selber Gestalten ein. Und das ist ja sowieso immer eine gute Idee, selber zu denken und selber zu gestalten und nicht zu warten, bis Steiner sagt, man soll bitte selber denken, sondern einfach zu machen. Oder sonst jemand kommt und sagt, denk doch mal selber. Das machen wir einfach. Es geht nicht um ein feststehendes System, was einmal formuliert ist. Es geht darum, soziale Vorgänge lebendig anzuschauen und sie dann kreativ und verantwortlich zu gestalten. Zeit für die dritte Runde, die Theorierunde. Wobei mit der Ideengeschichte gemeint ist, zu schauen, was meint Steiner eigentlich, wenn er von dem sozialen Organismus spricht. Oft wird ja über unser Zusammenleben so gesprochen, als ob es ein mechanisches Gebilde wäre, wo es dann Stellschrauben gibt, wo man ein bisschen was verändert und dann ist alles immer noch so, wie es vorher war. Oder man macht irgendeine Veränderung und merkt dann, das, worum es eigentlich geht, habe ich ja leider übersehen. Also ich nehme mal so ein schönes Beispiel. Man beschließt, dass doch ein bisschen weniger Erdöl ganz gut sei und man Reste aus der Landwirtschaft ganz gut zu Bio-Erdgas verarbeiten könnte. Und schon fangen alle an, Mais anzubauen,
weil beim Mais ganz viele Reste entstehen und wenn man den Mais gar nicht braucht, dann kann man den Mais gleich auch mit in die Biogasanlage kippen und dann sind plötzlich die Felder Monokulturen, nur weil gefördert wird, wenn man möglichst viel wegspeist in der Landwirtschaft. Das war aber gar nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war, das, was eh an Abfall da ist, sinnvoll einzusetzen. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele, ohne jetzt auf alle Details eingehen zu können und zu wollen, wo ein gut gemeinter Impuls dann doch in eine ganz andere Richtung verläuft, als man mal gewollt hat. Es geht darum, systemisch zu denken, es geht darum, organisch zu denken, es geht darum, zu verstehen, dass unser soziales Zusammenleben von lebendigen Menschen für lebendige Menschen gestaltet sein sollte. Das ist mit diesem vielleicht bisschen sperrigen Begriff vom sozialen Organismus gemeint. Und wenn wir nun auf die drei Bereiche des sozialen Organismus schauen, dann ist die erste Frage einmal die, wozu ist Wirtschaft eigentlich da? Wirtschaft ist dafür da, Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Randbemerkung: Werbung, durch die Bedürfnisse erst geweckt werden sollen, mit psychologischer Manipulation, sind erst Ende der 20er Jahre in den USA erfunden worden. Steiner hat zu diesem Thema noch nichts gesagt, weil er 25 schon tot war. Also Bedürfnisse nicht künstlich herbeireden, nicht durch Werbung befeuern, sondern wirkliche Bedürfnisse, und da sind dann zunächst einmal die Grundbedürfnisse gemeint, sollen durch das wirtschaftliche Leben auf dieser Erde befriedigt werden. Und dann können und sollen wir das weltweit denken. Also sauberes Wasser für alle Menschen und nicht eine Milliarde Menschen ohne sauberes Trinkwasser. Grundnahrungsmittel für alle Menschen und nicht so und so viel tausend Kinder, die jeden Tag an Hunger sterben. Die Aufgabe von Wirtschaft ist nicht Profitmaximierung. Die Aufgabe von Wirtschaft ist letztlich auch nicht, Menschen zu beschäftigen, denn Menschen können sich auch anders beschäftigen. Die Aufgabe von Wirtschaft ist, Menschen dafür zu gewinnen, für die Bedürfnisse anderer tätig zu werden, ihnen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen und dafür dann natürlich auch eine gerechte Entlohnung zu erhalten. Wenn wir Wirtschaft mit diesem Aufgabenbereich anschauen, dann sollte sie in gemeinsamer Arbeit, assoziativ, also in Zusammenarbeit miteinander und nicht in Konkurrenz gegeneinander organisiert werden. Dann ist schon von der Produktion her ein solidarischer Ansatz, wenn ich dann die Befriedigung der Bedürfnisse einer breiten Gruppe von Menschen erstmal im Umfeld, aber dann auch wirklich weltweit im Auge habe, ist der solidarische Gedanke ja auch schon mit drinnen. Wir brauchen sinnvolle Absprachen. In unserem System des Kartellrechts sind viele Absprachen verboten. Dann werden sie trotzdem getroffen. Natürlich sehe ich auch die Gefahr, dass Leute Absprachen treffen, um andere besser ausbeuten zu können. Darum geht es nicht. Es geht darum, Absprachen zu treffen, die ein sinnvolles, vernünftiges Wirtschaften miteinander ermöglichen. Wie das in bestimmten Bereichen ja auch schon geschieht, wenn etwa Normen verabredet werden, wenn ein Institut für Normung festlegt, Papier machen wir jetzt mal nach der DIN A-Norm. Oder
Ladekabel für Handys sollten an allen Handys verwendet werden können und nicht jeder sein eigenes, nur damit niemand auf die Idee kommt, mal das Handy von seinem Nachbarn zu laden, wenn der das Ladekabel nicht dabei hat. Also, Sie merken schon, es gibt solche Bereiche, in denen Absprachen funktionieren. Es gibt aber eben auch Bereiche, in denen sie sogar verboten sind, wo Brüderlichkeit nicht gefragt ist. Nochmal, natürlich hat das auch die Gefahr, dass man Absprachen zum Nachteil der Arbeiterschaft macht, dass man Absprachen zum Nachteil der Kunden macht, dass man Absprachen nur zum eigenen Vorteil macht. Das fragt nach einigem Nachdenken und auch nach einem rechtlichen Rahmen, in dem das eben dann letztlich nicht funktioniert. Brüderlichkeit, Solidarität schließt immer die gesamte Lieferkette mit ein. Es geht in allem, was wir wirtschaftlich tun, um uns als Menschen, insofern wir Bedürfniswesen sind. Dem steht gegenüber der Bereich des kulturellen, des freien Lebens, wo wir nicht als Bedürfniswesen, sondern als kreative Wesen unterwegs sind. Steiner nennt diesen Bereich das Geistesleben. Das mag auch für uns als ein altes Wort klingen, aber es ist sehr viel weiter gefasst als das, was wir heute als kulturelles Leben bezeichnen. Also das ist das ganze Schul- und Unterrichtswesen, das ist das Ausbildungswesen, das ist die Medizin, das ist die Kunst, das ist die Kultur, das ist der Sport, das ist die Religionsfreiheit, die auch nicht für eine einzelne Gruppierung gelten soll, sondern für alle und so weiter und so fort. Vielleicht ein wenig überraschend zählt Steiner zu diesem kreativen Bereich, der nach dem Prinzip der Freiheit organisiert sein sollte, auch die Arbeit des Menschen. Denn die Arbeit des Menschen ist eine kreative Leistung jedes Einzelnen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es sich um körperliche Arbeit handelt oder um Verwaltungs- oder geistige Arbeit, künstlerische Arbeit. Arbeit ist immer eine persönliche, eine kreative Leistung des Einzelnen, die dann am besten organisiert ist, wenn sie nach dem Prinzip der Freiheit anderen zur Verfügung gestellt wird. Götz Werner, der Gründer der DM-Drogeriemärkte, war bei den Oldenburger Zukunftstagen vor 10 Jahren hier in Oldenburg. Er ist ja in diesem Jahr verstorben. Er hat da über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Und er hat in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob in unserem Vortrag oder in einem anderen, den ich von ihm gehört habe, dann auch mal gesagt, ich möchte Menschen in meinen Betrieben haben, die einen Arbeitsplatz suchen und nicht Menschen, die einen Einkommensplatz suchen. Und damit bringt er auf den Punkt, worum es geht, wenn wir arbeiten, dass wir Freude haben an der Arbeit, dass wir das gerne machen und deshalb auch sein unermüdlicher Einsatz für das bedingungslose Grundeinkommen, wer nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will, soll nicht arbeiten müssen, sondern eine Grundversorgung steht jedem Menschen zu, einfach als Recht, nur deshalb, weil er Mensch ist. Dann brauche ich niemanden, der einen Einkommensplatz sucht, sondern jemanden, der arbeiten möchte. Und dann wird Wirtschaft auch ein wenig anders funktionieren, weil egal wie man das im Einzelnen organisiert und die Idee eines Grundeinkommens kommt jetzt nicht unmittelbar von Steiner, ist aber von vielen aus diesen Impulsen auch aufgegriffen worden, auch eben von Werner, weil die arbeitenden Menschen ihren Arbeitgebern gegenüber ein sehr viel freieres Verhältnis haben, wenn sie für sich
und für ihre Familien, auch wenn das viele Kinder sind, für jeden schon mal grundsätzlich genug zum Leben haben. Dann lässt sich nämlich niemand mehr zwingen in Arbeitsverhältnisse, die eigentlich menschenunwürdig sind. Und deshalb hat dieses Zuordnen der Arbeit zum Bereich des Geisteslebens, zum Bereich der kreativen Tätigkeit des Einzelnen, auch den Aspekt, dass damit menschenwürdige Arbeit wirklich gefördert wird. Götz Werner hat das dann auch in der Weise umgesetzt, dass er gesagt hat, das Eigentum an diesem Unternehmen habe ja nicht ich aufgebaut, sondern habe ich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam aufgebaut. Und natürlich haben dann die Statistiken immer ausgewiesen, dass dieser Herr sehr reich ist, weil er ein großes Vermögen besitzt. Worin besteht das Vermögen? Vor allem in den Waren, die in seinen Märkten stehen. Wenn die da nicht stehen würden, könnte sie niemand kaufen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Anteil am Eigentum dieser Drogeriemarktkette in eine Stiftung eingebracht, weil er sagt, das habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam erwirtschaftet, also soll es auch uns allen gehören. Aber eben auch nicht dem Einzelnen, dass der es mitnimmt und dann woanders arbeitet, sondern jeder hat Anteil daran durch die Stiftungslösung, dass es dieses Unternehmen gibt. Und das Unternehmen gibt es, weil die Stiftung vernünftig verwaltet wird. Und dadurch können alle da vernünftig arbeiten. Über seine 7 Kinder hat er gesagt, die haben einen guten Start ins Leben verdient, den will ich ihnen gut mitgeben, aber ansonsten dürfen sie gerne dann auch eigenständig sein. Übrigens gibt es solche Stiftungslösungen auch anderswo, manchmal auch an Stellen, wo man sie vielleicht nicht unbedingt erwartet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist auch im Eigentum einer Stiftung, aus einem katholischen Impuls heraus gegründet, auch mit einer entsprechenden Zielsetzung, nach dem Zweiten Weltkrieg freie Presse nach der Nazizeit, Stiftung, damit es kein wirtschaftliches Interesse gibt, das Blatt so oder so auszurichten. Die Frankfurter Allgemeine hat über Jahrzehnte, hat heute noch einen relativ konservativen Zuschnitt und hatte mindestens über viele Jahrzehnte im Feuilleton, also im Kulturteil, immer einen eher linken Zuschnitt, was auch unerwartet war oder ist. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber durch die Stiftungslösung geht sowas, dass nicht einer bestimmt, so und so wird es gemacht und dann wird die Zeitung verkauft und plötzlich funktioniert das alles nicht mehr. Hat es auch gegeben. Auch der Spiegel hat eine solche Lösung mit Eigentum der Belegschaft. Das ist anders konstruiert. Auch Robert Bosch, von dem Schmelzer vorhin gesprochen hat, hat ja wesentliche Anteile seines Unternehmens in die Bosch-Stiftung eingebracht, die kulturelle, pädagogische und andere Projekte bis heute fördert, weil das, was gemeinsam erwirtschaftet wird, auch der Gemeinschaft zur Verfügung stehen sollte. Gegen eine Überführung des kapitalistischen Eigentums in sozialistische Formen könnten keine ernsthaften Bedenken bestehen. Und wenn es dann vom Staat nicht gemacht wird, dann kann man es doch auch selber machen. Ich meine, dass von Bosch auch dieses schöne Wort stammt, dass er mal gesagt hat, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich reich bin, sondern ich bin reich, weil ich gute Löhne zahle. Da steckt auch das Bewusstsein drin, wenn ich meine MitarbeiterInnen und Mitarbeiter anständig entlohne, dann kriege ich ein anständiges Ergebnis und dann habe ich auch was davon. Wenn man dann noch den weiteren Schritt macht, das stelle ich dann allen zur Verfügung, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter in Bezug auf ein solidarisches Miteinander, gerade auch im wirtschaftlichen Leben. Wenn ich Arbeit und Wirtschaft so denke, wie ich das gerade ein wenig versucht habe zu beschreiben, dann brauche ich einen vermittelnden Bereich,
wie Arbeit und Wirtschaft zusammenfinden. Und deshalb, sagt Steiner, Arbeitsverhältnisse sind reine Rechtsverhältnisse. Und die sollten auf dem Prinzip der Gleichheit und der Fairness beruhen. Jeder, der arbeitet, soll einen gerechten Anteil an dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit erhalten. Und das soll rechtlich einwandfrei festgelegt werden. Rechtsverhältnisse zu gestalten, ist im wirtschaftlichen Bereich, auch im kulturellen Bereich durchaus bekannt und selbstverständlich. Das ist das Geschäftsfeld vieler Rechtsanwaltskanzleien, dass sie solche Vertragsverhandlungen begleiten, entsprechende Entwürfe ausarbeiten, diskutieren, verändern und die werden dann abgeschlossen im internationalen Wirtschaftsbereich sowieso weit verbreitet, weil dann ist nicht das eine staatliche Recht oder das andere staatliche Recht maßgeblich, sondern man macht einen Vertrag und eine Schiedsgerichtsordnung, die dann international auch funktioniert. Und dann muss natürlich der Staat als Staat die Rechte so formulieren und so regeln, dass sie dann auch zu fairen Ergebnissen führen können. Natürlich braucht es da auch den Einzelnen, der sich entsprechend engagiert, aber Gleichberechtigung von Männern und Frauen steht zwar im Grundgesetz, haben wir von Clara gestern hier auch gehört, aber die Umsetzung lässt immer noch zu wünschen übrig. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen in großen Wirtschaftsunternehmen ist immer noch viel zu klein und die Bezahlung von Frauen in führenden Positionen immer noch viel zu schlecht im Vergleich mit Männern. Nicht bei allen. Es gibt auch Männer, die schlecht bezahlt werden. Es gibt auch mal ein paar Frauen, die gut bezahlt werden. Aber so im Großen und Ganzen ist dann noch viel Handlungsbedarf, auch wenn die rechtliche Gleichstellung erreicht ist. Der Staat soll die Rechte regeln, aber er soll nicht hineinregieren in Bereiche, von denen er in der Regel doch zu wenig versteht. Und das ist sowohl der kulturelle Bereich, einschließlich des gesamten Bildungsbereiches, als auch der Wirtschaftsbereich. Damit kommen wir in die vierte Runde der Betrachtung zu einigen konkreten Beispielen. Huber erwähnt die eigene Genossenschaftsbank, die damals noch ganz klein ist, weil noch ganz neu, die GLS Bank. Heute 300.000 Kunden, irgend sowas. Ziemlich groß. GLS steht für Gemeinschaft, für Leihen und Schenken. Ist jetzt mal für eine Bank ein bisschen ungewöhnlicher Name. Und sie ist gegründet von einer Gruppe von anthroposophisch engagierten Menschen in Bochum, die auch vorher eine Kreditgarantiegenossenschaft und eine Treuhandstelle gegründet haben und davor schon eine Waldorfschule in Bochum. Und aus dieser Waldorfschulgründung der 50er Jahre ist dann alles Weitere entstanden, weil die richtigen Menschen zusammengefunden haben. Sie haben die Form der Genossenschaft für ihre Bank gewählt, weil im Genossenschaftsrecht, und das ist ein gutes Erbe des 19. Jahrhunderts, das Prinzip gilt, jeder Genosse hat in der Genossenschaftsversammlung eine Stimme, egal wie viele Genossenschaftsanteile er hat. Wenn Sie zwei Leute haben in einer GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der eine hat 51% der Anteile, der andere 49%, das ist so eine übliche Konstruktion, dann haben Sie in der Gesellschafterversammlung zwei Leute und einer, der immer alles alleine bestimmen kann. Deshalb gibt es Sperrminoritäten, also bestimmte Dinge kann der nur bestimmen, wenn er mehr als 75% hat. Beziehungsweise wenn sie 25% haben, wenn das viele Anteilseigner sind, dann gibt es da die Sperrminorität.
Aber da ist das Recht, etwas zu bestimmen, abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen. Und in der Genossenschaft, ob Sie einen Anteil haben für 50 Euro zum Beispiel oder 100, spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben immer eine Stimme. Deshalb passt Genossenschaftsbank da super zu dem Konzept. Und dann haben die nach schwierigen Anfängen, die Garantieeinrichtung der Volksbanken hat sie nicht aufgenommen, weil sie das Geschäftsmodell zu wackelig fanden. Das hat Jahre gedauert, bis sie da drin waren. Und dann, als die Ökobank pleite ging, hat der Genossenschaftsverband gesagt, ihr wisst doch, wie es geht, könnt ihr die nicht übernehmen. Wir zahlen die Schulden und ihr übernehmt das Geschäft, damit es weitergeht. Da war die Sache dann schon gedreht. In Holland gegründet die Triodos Bank, ähnliche Prinzipien, Trihodos, die drei Wege, da steckt sogar die Dreigliederung im Namen. Ich habe damals als junger Pfarrer in Amsterdam diese Gründung mitbekommen, auch unmittelbar. Dann die Arzneimittelproduktion, etwa der Veleda oder der Vala. Das sind ja, Veleda ist ja sogar eine Gründung schon von Steiner aus seiner Zeit, war da dann ein bisschen später. Ich habe vor Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das immer noch durchhalten können, den Geschäftsbericht gelesen. Da galt das Prinzip, dass niemand in diesem Betrieb mehr als das Siebenfache von dem verdienen darf, was das geringste Einkommen ist. Also ich nehme die Putzkraft, ich nehme den Gärtnergehilfen und in der Führungsetage darf niemand mehr als siebenmal so viel verdienen wie der. Schauen Sie mal, wie das bei VW, was ein weitgehend auch im Besitz des Landes befindliches Unternehmen ist, wie das da aussieht. Da haben Sie Verhältnisse von 1 zu 1000. Und dann gab es bei der Veleda noch die suffisante Anmerkung, wer in der Geschäftsführung 500.000 Euro im Jahr verdienen möchte, kann ja woanders arbeiten. Also man muss dann auch zu seinen Prinzipien stehen. Das war auch an diesem Wochenende schon eine Geschichte, die wir öfter gehört haben. Wenn ich will, dass Arbeitsverhältnisse einigermaßen fair sind, dann kann ich unter den heutigen Bedingungen gerade noch akzeptieren, dass es ein Verhältnis 1 zu 7 gibt. Aber schlimmer darf es dann auch nicht werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation ist. Die sind zwischendurch auch nochmal in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen. Da kann dann auch eine Veränderung eingetreten sein. Ich weiß es nicht. Der Bioladen, von dem wir auch die Lebensmittel bezogen haben, hier in Oldenburg, Ecosion, für unsere Tagung, die setzen sich jedes Jahr im Januar, Februar mit 4 landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region zusammen und machen eine Anbauplanung. Wer kann am besten was wann anbauen, sodass nacheinander reif wird, was wir für unsere Kunden brauchen? Das ist assoziatives Wirtschaften. Und die kriegen dann auch einen fairen Preis für das, was sie erzeugen. Und dann werden auch die Gurken, die nicht gerade oder krumm genug sind oder je nachdem, wie die Vorschriften sind, mitverkauft, aber eben außerhalb des regulären Betriebes, weil man das nicht darf. Aber Olaf sagte dann auch, als ich mit ihm sprach über dieses Wochenende, wir haben da Gurken vom sozialen Ökohof, die sind so ein bisschen verschrumpelt, dafür kosten sie nur die Hälfte, schmecken aber besser als die anderen. Ja, also man muss nur miteinander reden und dann wird auch nicht mehr so viel weggeschmissen. Solidarische Landwirtschaft greift solche Prinzipien, die viel älter sind, auf. Fairer Handel fasst das weltweit ins Auge. Da werden die Dinge zwar unübersichtlicher, aber eigentlich ist es so schwer auch nicht zu schauen, ob die Dinge wirklich fair zugehen oder nicht. Als wir unsere Kirche gebaut haben, hier nebenan vor 15 Jahren, da ging es um das Pflaster vor der Kirche und da haben wir in einem Baumarkt, hat jemand aus der Gemeinde im Baumarkt nachgefragt, ist das sicher,
dass da keine Kinderarbeit drin steckt. Was haben die Mitarbeiter vom Baumarkt gesagt? Das wissen wir nicht, aber wir ahnen, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn Sie da jetzt hingehen, sehen Sie vor dem Eingang Bockhorner Klinker. Da wussten wir, dass die Sache in Ordnung ist. Also Sie treffen dann, wenn Sie Dinge ansprechen, in einem ganz normalen Baumarkt, Baugroßhandel, auf Menschen, die über die Dinge Bescheid wissen und die Ihnen auch eine ehrliche Auskunft geben und sagen, wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass das nicht in Ordnung ist. Rechtsleben. Grund und Boden ist ein Grundproblem unseres Zusammenlebens. Grund und Boden kann man nicht produzieren, kann man auch nicht vermehren. Deshalb sollte Grund und Boden kein Wirtschaftsgut sein. Wirtschaftsgüter sind immer grundsätzlich zu produzieren und auch zu vermehren. Die Frage, ob ich Grund und Boden nutzen kann und darf, ist eine reine Rechtsfrage. Die Bio-Bodengenossenschaft setzt das um, indem sie Boden kauft mit Genossen. 6.000 sind das inzwischen, die da beteiligt sind, und sie kaufen Biobetriebe, um sie zu erhalten und um das Land der Spekulation zu entziehen. Ganz einfach. Grummersort, hier biologisch-dynamischer Hof vor den Toren Oldenburgs, gehört einem gemeinnützigen Verein, den Menschen aus der Stadt zusammen mit den Landwirten gegründet haben. Und der gemeinnützige Verein verpachtet an die Betreibergemeinschaft, und die machen dann das Nötige daraus. Und wenn der Übergang von einer Generation zur anderen gehen soll, haben wir gerade erlebt, geht das auch völlig geräuschlos und einvernehmlich, weil der Boden sowieso Gemeineigentum ist. Und das haben die Bankeinrichtungen, auch die Kreditgarantiegenossenschaft in Bochum, schon damals entwickelt, vor 50 und mehr Jahren, dass man dann zugunsten eines gemeinnützigen Trägers, wie etwa der biologisch-dynamischen Landwirtschaftsvereinigung, Grunddienstbarkeiten im Grundbuch einträgt, das auch dann biologisch-dynamisch oder auch biologisch-organisch gewirtschaftet wird, und dass es einen gemeinnützigen Träger gibt, der darüber wacht. Und dass, wenn die Flurbereinigung kommt, sie leider berücksichtigen muss, dass das Bioland ist. Das hat nämlich oft auch einfach dann zu Kahlschlag geführt. Da kann man was gegen machen. Unsere Wohnprojekte hier in Oldenburg, auch auf dem ehemaligen Balsengelände, wo ja auch die Schule gebaut hat, das sind dann Stiftungslösungen. Dann habe ich eine Stiftung, die vermietet einem gemeinnützigen Verein, den wir dann gegründet haben, und der vermietet dann wieder an die Bewohnerinnen und Bewohner. Und dann habe ich eben Mieten von 6,30 Euro. Und wenn es sozial geförderter Wohnungsbau ist, von 6 Euro. Und dann habe ich nach 15 Jahren das erste Mal eine kleine Erhöhung. Und es ist eigentlich ganz schön, dass das so funktioniert. Und dann spricht man mit Leuten aus dem Stadtrat und die sagen, ja, die Bauunternehmer klagen aber, dass sie nicht genug Profit machen bei ihren Bauvorhaben. Ja, sage ich, geht auch anders. Wir haben den Geschäftsführer der Trias Stiftung für Boden, Ökologie und Wohnen auch bei den Zukunftstagen schon gehabt. Ein Projekt, das 2006 gegründet ist, wo es eben um Wohnen geht, Boden auch der Spekulation entziehen, ökologisch bauen und dann sozial vermieten. Es ist eigentlich kein Kunststück, man muss es nur machen. Und man muss natürlich Menschen gewinnen, die das dann auch finanzieren, entweder durch ihre Erbschaft oder durch Beiträge in einer Genossenschaft. Wir haben beim Glob die Kulturgenossenschaft, wir haben beim Polyester die Kulturgenossenschaft. Also es gibt genug Beispiele auch in Oldenburg, wo das gut funktioniert und wo man wirklich etwas anders machen kann, als es üblicherweise passiert. Denn Boden sollte kein Wirtschaftsgut sein.
ging gerade letztens durch die Presse, dass in Ulm die Bodenpreise nicht so steigen wie sonst. Warum? Weil die Stadt Baugrundstücke grundsätzlich selber erstmal kauft und dann sorgt, dass sie auch tatsächlich mit Wohnhäusern bebaut werden und damit auch der Spekulation mindestens teilweise einen Riegel vorschreibt. Und das seit 1890. Es geht. In Amsterdam, außer in der Altstadt, wo das im goldenen Jahrhundert eben noch anders war, sobald sie aus dem Grachtengürtel rauskommen, können sie kein Eigentum in der Stadt erwerben, weil die 1890 beschlossen haben, alles, was da als Polderland bebaut wird, wird nur in Erbpacht ausgegeben. Wir haben eine Kirche da gebaut, die hat einen sehr vielgestaltigen Grundriss. Das eigentliche Grundstück der Kirche, direkt unter der Kirche, das gehört der Christengemeinschaft, weil Kirchen dürfen. Aber schon der Garten ringsherum, die Zuwegung, ist alles nur Erbpacht, gehört der Stadt, weil die Stadt nur für den eigenen Kirchenbau mal ausnahmsweise Grund verkauft. Das ist dann da auch ein bisschen unter die Räder gekommen, weil die Erbbaurechte gehandelt werden wie Grundstücksrechte und dann funktioniert die Sache wieder nicht mehr. Aber sie enden eben nach 99 Jahren und dann kann man neu denken. Und dann muss man, glaube ich, auch heute neu denken. Frage, ist das alles neu? Nein. Das römische Recht kennt vier Formen des Eigentums. Da sind die res publicae, das sind die öffentlichen Angelegenheiten und Güter. Davon kommt unser Wort Republik. Dann sind da die res communis, die gemeinsamen Dinge der damals örtlichen Gemeinschaft. Davon kommt der Begriff der Gemeingüter. Davon kommt aber auch unser schönes Wort Kommune und Kommunalverwaltung. Und dann gibt es die res privatae. Das ist das, was dem Einzelnen gehört. Und wenn man ein bisschen in die lateinische Sprache reinschaut, dann weiß man auch, was privare heißt. Privare heißt nämlich rauben. Privateigentum heißt wörtlich übersetzt Raubeigentum. Das, was ich der Gemeinschaft entzogen habe, um es für mich zu haben. Und wenn ich da im Religionsunterricht mit den Schülerinnen und Schülern drüber spreche, dann sage ich, es gibt ein paar Dinge, die wir tatsächlich private brauchen. Also so hier. Haut und Knochen, Blut. Das muss uns gehören. Zum Essen brauche ich auch was. Zum Trinken auch. Ich muss der Gemeinschaft das ein oder andere entziehen, um leben zu können. Aber was muss ich der Gemeinschaft wirklich entziehen, um leben zu können? Und was könnte ich genauso gut mit anderen teilen? Also um mal was zu sagen, die Bohrmaschine könnte ich mir auch ausleihen. Was machen die Holländer? Die sind ja dann oft da sehr viel flexibler als bei uns. Die sagen, Haushaltsgeräte, Bohrmaschine oder so, ist doch Quatsch, dass jeder hat. Wer ist Profi für Verleihen? Naja, die Stadtbibliothek, die verleihen ja auch Bücher. Also können sie auch Bohrmaschinen verleihen und so weiter und so fort. Ja, muss man nur machen. Die haben auch gesagt, wir brauchen jetzt nicht für Umschreibung von Autos, wenn ein Auto verkauft wird vom einen zum anderen, irgendwie eine Kraftfahrzeugzulassungsstelle, die für uns in Wildenloh in Westerstede ist. Wir haben doch überall in der Fläche Einrichtungen, die sowieso dem Staat gehören damals. Also kann man bei jedem Postamt hingehen, zwei Ausweise. Nein, Ausweise hatten die ja gar nicht, die hatten keinen Personalausweis. Man gab einfach seinen Namen an und gab an, dass man das Auto verkauft hatte. Dann wurde es umgeschrieben beim Postamt, um die Ecke. Wenn man da nicht irgendwo Komisches hinfahren muss, sich nicht anmelden muss, nicht anstehen muss. Es gibt doch Büros der öffentlichen Hand überall, wo man es einfach machen kann. Punkt. Dann braucht man auch die Postämter nicht abschaffen wie bei uns,
weil sie ganz viele Aufgaben übernehmen, die gerade sinnvoll sind, auch in der Fläche. Also ganz schön zu sehen, dass man Dinge auch sehr verschieden regeln kann. Und es ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein ganz anderes soziales System als bei uns. Es funktioniert einfach. Die vierte Art des römischen Eigentums ist die Res Nullius, die Niemandssache, das, was keinem gehört. Also das Reh, das durch den Wald läuft, der Hase, der durchs Feld hoppelt, der gehört niemandem. Ja, dann haben wir den Bereich des Geisteslebens, die freien Schulen, die Medizin, die Gründung des Krankenhauses in Herdecke als innovatives soziales Modell, Hochschulen, Kunst, Kultur. Ich kürze das ein bisschen ab. Sie finden das überall und immer wieder dargestellt, dass es diese Möglichkeiten, freie Institutionen zu gründen, gibt. Sie müssen dann gucken, wie sie es finanziert kriegen, wie sie es rechtlich gestalten. Das ist aber alles machbar und da gibt es vielfältige Erfahrungen. Einen Blick noch auf mein Arbeitsfeld, Christengemeinschaft, Gründung freier Gemeinden 1922. Das ist jetzt gerade 100 Jahre her, am 16. September ist der Gründungstag, das ist also nächste Woche, dann 100 Jahre her. Gemeinschaft schließt nicht aus, dass man gemeinsame Prinzipien hat, dass man sich bindet an diese gemeinsamen Prinzipien, bei uns etwa die gemeinsame Liturgie, die aber völlig freilässt die Überzeugung in der Lehre, die Glaubensfreiheit des Einzelnen respektiert, deshalb auch keine Bischofsworte zu gar nichts, weil jeder doch selber denken und entscheiden kann, was für ihn ethisch richtig ist. Und eben auch 1922 durchaus innovativ, Frauen als Priesterinnen, eine Selbstverständlichkeit von Anfang an. Steiner hat einmal in einem anderen Zusammenhang gesagt, gerade für kulturelle Einrichtungen, Freiheit schließt straffe Führung nicht aus. Also Gemeinschaft muss auch funktionieren und funktioniert eben nicht so, dass jeder sagt, ich mache, was ich will, sondern dass man gemeinsam verabredet und dann auch eine Führungsstruktur hat, aber immer unter der Voraussetzung, dass jemand, der nicht mitmachen will, ja auch was anderes machen kann, sich mit anderen zusammentun kann und mit anderen eine Institution gründet. Das ist völlig in Ordnung. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben wir als Kirche die Möglichkeit, eine eigene Gesetzgebung zu machen, die Rechtsstellung der Pfarrer selber zu regeln, unser eigenes Beamtenrecht, die Einkommensbildung und die Versorgung nach den Prinzipien der Solidarität. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir auch die Altersversorgung selber machen dürfen, denn das ist das Problem der Waldorfschulen immer wieder gewesen. Wenn dann jemand auf Gehalt verzichtet zugunsten von anderen, weil die Familie größer ist zum Beispiel, dann passt das mit der Altersrente nicht. Dagegen ist dann die Gründung der Hannoverschen Kassen gewesen, um das auszugleichen. Das kann man alles machen, aber wir dürfen das alles selber regeln. Mit einer eigenen Gerichtsbarkeit, deren Urteile natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden können, aber auch nur vom Bundesverfassungsgericht, weil sie oberinstanzliche Urteile sind. Und wir brauchen für jede dieser Satzungen, für jedes dieser Kirchengesetze ungefähr 5 oder 6 Paragraphen, weil wir nichts weiter reingeschrieben haben, als wie die Verfahrensabläufe sind und dass man vernünftig miteinander reden soll. Und was passiert, wenn man in Konflikt miteinander kommt? Das muss auch geregelt sein. Dafür ist dann die Gerichtsbarkeit da. Die muss auch anständig funktionieren, tut sie aber auch. Schauen Sie sich mal eine Besoldungsordnung an. Schauen Sie sich eine Verwaltungsgerichtsordnung an. Da sind Sie unter 130 Paragraphen gar nichts. Und manchmal auch bei 200 oder mehr. Das geht alles anders und wir dürfen und können diese sozialen Formen miteinander ausprobieren. Und dann machen wir das eben mit der wirtschaftlichen Sicherung auch auf dem solidarischen Weg. Wir gucken einfach, was braucht die Familie, wie ist die Wohnsituation. Wir wählen uns den Arbeitsort nicht selber, also können wir auch den
das Wohnen nicht uneingeschränkt selber bestimmen, weil ich kann jetzt auch nicht 50 Kilometer von meiner Gemeinde wegwohnen, nur weil es da kostengünstiger ist. Das wird alles berücksichtigt und jeder kriegt was Verschiedenes und deshalb ist es für alle gleich. Jeder das, was er braucht. Und im Alter, wenn die Kinder groß sind, dann kann man ja auch weniger beanspruchen. Funktioniert. Fünfte Runde mache ich kurz. Wenn ich unter diesem Gesichtspunkt vom Arbeitsmarkt höre, dann denke ich, oh, klingt irgendwie nach Sklavenmarkt, wollten wir eigentlich nicht mehr. Warum sollte es einen Arbeitsmarkt geben? Man kann Arbeit gar nicht verkaufen. Oder sollte es nicht tun? Wenn ich höre, dass ich in der Stadtbibliothek eine Kundenkarte kriege, dann frage ich mich, was verkaufen die eigentlich? Gar nichts. In der Stadtbibliothek bin ich Leser, aber nicht Kunde. Beim Arzt bin ich Patient, im Krankenhaus auch und nicht Kunde. Gerade die neoliberale Diskussion der 90er Jahre hat da vieles zum Argen verändert, weil alles unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt gesehen wird. Ich kenne noch, dass die Gründung eines sozialpflegerischen Dienstes in Nürnberg in unserer Gemeinde einen Nachweis der Gemeinnützigkeit brauchte, weil wer wirtschaftlich tätig sein wollte, konnte keine Pflegedienstleistungen anbieten. Hat sich sehr verändert. Ob zum Vorteil der Patienten, ist dann nochmal die Frage. Also Unfug erkennen und vermeiden. Dazu gehört auch, dass in Deutschland Containern verboten ist. Wenn Lebensmittel weggeschmissen werden, darf man sie nicht aus dem Müllcontainer des Supermarkts holen, weil das Diebstahl ist. In Frankreich gibt es ein Gesetz, das unter Strafe stellt, dass Supermärkte essbare Lebensmittel wegschmeißen. Die müssen an soziale Einrichtungen gespendet werden. Auch Frankreich ist jetzt kein sozialistisches Land, das man nicht nachahmen dürfte. Sondern man muss einfach alte Gesetze anpassen, wenn sie nicht mehr in die Zeit passen. Denn das Gesetz über Diebstahl ist nicht gemacht worden im Blick aufs Containern. Kann man mal so einfach festhalten. Altersversorgung. Deutschland hat die Rentenversicherung und da wird eingezahlt und da wird minutiös gerechnet, wie viel Cent man kriegt, wie viel Euro, wie viel Cent man kriegt, nach dem, was man eingezahlt hat. Holland ist jetzt auch nicht so anders als wir. Da gibt es eine Volksversicherung fürs Alter. Jeder zahlt nach Einkommen ein und wenn man die Altersgrenze erreicht hat, kriegt jeder das Gleiche, weil jeder das Gleiche braucht zum Leben. Punkt. Auch das geht. Es hat eine Obergrenze, weil dann die, die gut verdienen, auch die Möglichkeit haben sollen, noch privat vorzusorgen. Da kann man betriebliche Altersvorsorge machen, da kann man Eigentum erwerben, da kann man machen, was man will. Aber die Grundversorgung ist erstmal so, dass alle das Gleiche einzahlen, außer die, die ganz wenig verdienen, die zahlen nämlich weniger in Prozent ein. Und dann kriegen alle das Gleiche, weil alle das gleiche Recht haben zu leben. Punkt. Im Steuerrecht gibt es auch so viele Stellschrauben, an denen man was tun könnte. Also wenn Sie als Lebensmittelhändler Lebensmittel, die abgelaufen sind oder beinahe abgelaufen sind, an die Tafeln spenden, dann dürfen Sie die abschreiben, dann sind die wirtschaftlich null wert und dann spenden Sie die an die Tafel und es passiert steuerlich gar nichts. Wenn Sie als Bekleidungshändler, das spielte im ersten Jahr der Pandemie eine große Rolle, Ihre gesamte Frühjahrs- und Sommerkollektion nicht verkaufen können, dann ist die ja immer noch wirtschaftlich wertvoll. Wenn Sie die dann spenden für einen guten Zweck, hält der Staat die Hand auf und sagt, 19% Mehrwertsteuer, die müsst ihr schon zahlen, auch wenn ihr es spendet. Wenn Sie für 100.000 Euro Kleidung spenden wollen
und dann 19.000 Euro beim Finanzamt abliefern müssen, dann ist Wegschmeißen immer billiger. Und das kann man einfach ändern. Man muss nur sagen, ist leider wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, wird abgeschrieben und dann ist das Problem gelöst. Dann ist nämlich Schenken billiger als Wegschmeißen. Ganz einfach. Muss man nur machen. Das Problem ist erkannt worden, ob Sie es gelöst gekriegt haben. Ich glaube, Sie haben es dann mal für ein halbes Jahr gelöst, weil Sie sich nicht getraut haben, das nachhaltig zu machen. Könnte man noch nachholen, wenn es noch nicht passiert ist. Wenn Recht in der Praxis zu Unrecht wird, muss man es schlicht und ergreifend verändern. Und es geht. Wir haben bei Corona gesehen, dass man ziemlich schnell, ziemlich eingreifend Änderungen machen kann, wenn es denn nötig ist. Schlussbemerkung. Es geht darum, lebendig, beweglich zu denken. Es geht darum, mitfühlend wahrzunehmen und besonnen zu handeln im Blick auf das Ganze. Dann wird es uns gelingen, in unsere sozialen Zusammenhänge Frieden zu tragen. Wir haben das, als wir Werkstatt Zukunft gegründet haben, in drei Worte gefasst und haben uns das Motto gegeben: kreativ, nachhaltig, solidarisch. Für mich kam das aus diesen Ideen der Dreigliederung, die ich seit vielen Jahren kenne und bewege. Kreativ für alles, was eben geistiger Input ist. Nachhaltig ist letztlich gerecht im globalen Zusammenhang. Und solidarisch ist eben eine neue Formulierung für brüderlich, weil wir alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im Blick haben wollen. Und dann kommt es nicht darauf an, dass ich das selber abgelesen habe aus den Ideen der Dreigliederung, sondern weil wir als Initiative aus ganz unterschiedlichen Richtungen kamen und weiterhin kommen, war einfach das Entscheidende, dass dieses Motto von vornherein und ohne viel Diskussion für alle überzeugend war. Kreativ, nachhaltig, solidarisch. In einem anderen Zusammenhang, wo man nicht Fernsehsendungen produziert, wird man die drei Ideale anders formulieren. Und das ist in Ordnung so. Aus der Situation heraus, für die Situation, für die Menschen in der konkreten jeweiligen Initiative. Meine Einladung ist, schauen Sie unser soziales Leben an, nicht als ein mechanisches, mechanistisches Gebilde, sondern durchaus als einen lebendigen Organismus. Schauen Sie auf die Bildeprinzipien, die darin wirksam sein können, auf die drei Bereiche, die sich gegenseitig durchdringen. Schauen Sie nicht auf irgendwelche vorgefassten Muster, Meinungen oder wie etwas organisiert sein sollte, sondern schauen Sie einfach, was die konkrete Situation erfordert. Und wenn Sie merken, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es gemeinsam gemeint ist, dann verändern Sie es doch einfach. Es geht. Und das kann ich vielleicht als ein persönliches Wort an den Schluss stellen. Es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch wirklich viel passiert. Wenn ich Astral Marx und Huber sehe, und da gibt es weltweit ungefähr 200 Waldorfschulen. Und wir haben allein in Deutschland heute über 250 und weltweit weit über 1000. Wenn ich schaue, dass Klima kein Nischenthema mehr ist, sondern wirklich jeder schon mal davon gehört hat, dass da irgendwas los ist. Wenn ich mich erinnere daran, dass wir Bio-Käse gegessen haben, weil er Bio war, obwohl er nicht schmeckte, weil die Leute, die Bio-Käse machten, keine Ahnung hatten, wie man eine Käserei betreibt, da hat sich auch viel verändert. Die Sachen schmecken gut,
die Leute, die wirklich was von den Dingen verstehen, sagen, auf die paar Cent, die das mehr kostet, kommt es überhaupt nicht an. Wir wollen ein Qualitätsprodukt liefern. Die besten Käsereien machen natürlich Bio-Käse. Und auch fairer Handel ist nicht mehr irgendwas, was absolut nur in der Nische passiert, sondern jeder hat schon mal davon gehört. Nicht jeder versteht, um was es geht. Da ist auch noch viel zu tun, das will ich gar nicht leugnen. Und obwohl noch viel zu tun ist, dürfen wir auch hinschauen, auch in dem Sinne, was Toni an diesem Wochenende immer wieder gesagt hat. Das Glas ist eben nicht halb leer. Wir sind nicht auf dem Weg zum leeren Glas, sondern das Glas ist halb voll. Wir sind auf dem Weg zum vollen Glas. Es passiert etwas, es passiert immer viel zu wenig und es geht viel zu langsam, das gebe ich ja auch zu, aber es passiert was und das gibt Mut. Und meine persönliche Überzeugung ist, es lohnt sich, was zu tun. Vielen Dank.